Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute befassen wir uns mit der Frage, wie bekomme ich eigentlich ein Röntgenbild aus der Carestream Image Suite automatisch in ein zweites Packsystem? Sicher kennen Sie den Weg, klassisch über einen USB-Stick, Drag and Drop, aber es funktioniert natürlich wesentlich eleganter mit dem automatisierten Pax-Versand oder DICOM-Versand. Wir haben hier das Bild eines Hundes mit ziemlich kugeligem Herz und wir fragen uns, wie kriege ich das Bild von diesem Rechner A automatisch und bequem auf Rechner B. Sie bedienen das Tastenfeld Exportieren und wir haben hier ein Ziel programmiert, KPAX, ein kleines PAX-System. Wir haben hier einen Haken gesetzt und über die Taste Start können wir das Bild automatisch versenden. Damit das funktioniert, müssen Sie natürlich an Ihrem Rechner zuvor einige Einstellungen durchführen, die ich Ihnen in diesem kleinen Video zeigen will. Um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen, müssen Sie sich in das Programmmenü Image Suite Service Konfiguration begeben. Dieses kleine Hilfsprogramm ist passwortgeschützt, vorbehalten den technischen Mitarbeitern der Firma Carestream. Sie müssen hier auf jeden Fall rein. Leider haben Sie kein richtiges Passwort. Was immer funktioniert, ist der Benutzername Admin, wie hier dargestellt, und als Passwort die Ziffernkombination 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extrem leicht zu merken. Wir melden uns damit an. Und sind nun in den Tiefen der weiteren Service-Konfiguration. Sie können hier natürlich mit wenig Arbeit viel kaputt machen. Halten Sie sich bitte an die kurze Anleitung, die Sie hier sehen. Wenn wir ein PAX-Ziel definieren, so begeben wir uns zu dem Punkt Sonstige PAX-Registrierungen. Sie sehen bereits ein programmiertes Ziel, KPAX, auf einem anderen Rechner. Wir würden mal ein zweites PAX-Ziel dazu definieren. Das geht über den Programmpunkt Hinzufügen. Als zweites PAX schlage ich vor Conquest. Ein sehr schöner kleiner PAX-Server. Liegt auf dem gleichen Rechner. 192.168.05. Der AIT, der korrekte, nennt sich Conquest SRV1, alles groß geschrieben, der Port 5678. Diese Daten müssen Sie sich im Vorfeld besorgen. Wenn Sie sie nicht kennen, fragen Sie den Lieferanten Ihres PAX oder Ihren EDV-Betreuer. Ich speichere das Ganze ab mit Speichern. Dauert wieder immer eine Sekunde. Nach dem Speichern drücken Sie die Taste Beenden und wir sehen ein zweites definiertes PAX Conquest auf dem Rechner 192.168.0.105. Bitte achten Sie in diesem Fall auf Übertragungssyntax. Standardübertragungssyntax sollten die meisten PAX-Systeme verstehen. Manche PAXer auf diesem Markt reagieren zickig, wenn hier was Falsches eingestellt ist. Manche vertragen nur Little Endian und solche Sachen. Klären Sie das im Vorfeld, sonst funktioniert die Übertragung nicht. Bei diesem System funktioniert das. Damit die gesamte Änderung wirksam wird, muss das Ganze gespeichert werden und hier unten auf dem Button Hochladen aktiviert werden. Ab sofort habe ich ein zweites System programmiert und könnte die Bilder weiter versenden. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Netzwerkbetreuer, wenn Sie Fragen haben zu IPs, feste IPs, oder warten Sie auf ein weiteres Video von mir.